Wo kommen wir denn hier hin? Ach du Heilige. Nein, da möchte ich nicht hin. Da möchte ich auf keinen Fall hin. Oh, das wird ja immer besser. Verdammt, ich hab's versaut. Ich hab's versaut. Ich hab's versaut. Ich könnte jetzt nämlich genau diese Trainer umrunden. Dann gucken, wo ich weiter umrunden kann. So. Wenn ich jetzt mich richtig geärgert habe, dann bin ich ja falsch. Ah! Ah, verdammt, dann müssen wir zumindest gegen einen Trainer kämpfen. Zeig mir, ob du Talent hast. Ich zeig dir, dass ich ganz viel Talent habe, mein Freund. Das wirst du auch sehen mit deinem mickrigen Felino. Das wahrscheinlich nicht viel drauf hat. Dönerblitz, los! Es hat keine Wirkung auf Felino. Es ist immer noch ein Bodentyp. Autsch! Das tut weh. Das tut richtig weh. Blödes Felino. Kein Knochenkeule. Das ist ja wohl ein Witz. Das ist ja wohl ein sehr schlechter Witz. Erdbeben. So, hau rein, Nayu. Ich habe ihn sowieso lange nicht mehr genommen. Brrr. Zumindest zum Attackieren, zum Einschläfern ja wunderbar. Und Knochen hat es, dann ist es sowieso vorbei. So, tschüss, kleines Felino. Dann dürfte sich das auch erledigt haben. Du besitzt offensichtlich Talent. Nein, wirklich. You don't say, Bro. So dürfte ich dann hier vorbeikommen, oder auch nicht. Hohoho, du lässt mir keine andere Wahl. Ich werde dir zeigen, wie zäh Psycho-Pokémon sind. Du hast bestimmt nicht ein Psycho-Pokémon. Da wette ich mit. Nicht eins. Du hast sogar einen Krebskorps. Da bezweifle ich sogar stark, dass es ein Psycho-Pokémon geworden ist. Trotzdem möchte ich das Pokémon tauschen, weil, wie man unschwer erkennen kann, Kali geht's nicht so gut. Das sieht mir nach einem Himmelsfeger aus. Gut, dann wollen wir es mal mit dem Spukball testen. Nee. Yep, Himmelsfeger. Das war mir so klar. Jetzt, da wir ein Flug-Pokémon sind, ist uns alles egal. Dann möchten wir einfach tauschen. Ich glaube, ich nehme eine Kraftwurzel auf Kadi. Und dann werde ich auf Kadi wechseln. Sobald wir den nächsten Himmelsfeger abgewartet haben. Verfolgung. Weil ich möchte ja Kadi nicht unbedingt einem Himmelsfeger aussetzen, ohne zu wissen, wie stark der wehtut. Das muss ich ja nicht haben. Die arme Kali könnte einem dann sonst leid tun. Und da Krebskorps uns ärgern will, machen wir einen weiteren Dönerblitz. Dönerblitz. Ich weiß nicht, das habe ich so übernommen, das ist unangenehm. Das ist echt unangenehm. Tatschen. Oh, meine Güte, dein Kampfstil ist einfach fantastisch. Danke. Danke. Damit habe ich gerechnet. Natürlich muss ich jetzt da oben lang. Solltest du gegen mich verlieren, darfst du dir das nicht zu Herzen nehmen. Du bist nicht so schwach. Ich bin nur zu stark für dich.
Nein, bist du nicht. Glaub mir, du bist eindeutig nicht zu stark für mich. Du bist eher lächerlich. Mit deinem Snubbull. Hallo, kleines Snubbull. Wir probieren es erstmal mit dem Schlammbad und merken, dass das nicht viel nützt. So, Snubbull tot, wir sind glücklich und Kadi hat ein Level up. Wer ist denn dann als nächstes dran? Du bist nur zu stark für mich. Ach nee, wer hätte das bloß gedacht? So, dann möchte ich gerne, dass als nächstes tatsächlich Törtchen das nächste Level abbekommt. Ah! Tausch, Garen. So. So. Nee. So. Dann müssen wir doch noch gegen die kämpfen. Ach, verdammt. Auch wenn ich dabei mein Leben aufs Spiel setze, ich werde den Kampf gewinnen. Ja, ich habe sie jetzt extra so theatralisch quatschen lassen. Einfach, weil ich die Hexe so mag. Und theatralisch passt einfach so perfekt. Mit einem Dickdarm möchte sie uns in den Boden stampfen. Das sehe ich aber nicht so. Spotlight. Also das ist nur wirklich lächerlich. Da scheint wohl wirklich jemand Aufmerksamkeit zu brauchen. Und noch eine Verfolgung auf das Dickdarm. Säurepanzer. Wie niedlich. Ich würde mal sagen, unser kleines Törtchen hier kriegt auf jeden Fall ihr nächstes Level ab. Allerdings bin ich mir da nicht so 100% sicher. Wir werden es gleich sehen. Und, tada! Törtchen erreicht Level 37. Was du da machst, das macht mir Angst. Ja, mir macht das auch so ein bisschen Angst. Aber nicht das, was ich mache. So, dann wollen wir jetzt da lang. Und uns ärgern, dass wir nicht vorher in die andere Richtung gegangen sind. Sehr schön. Na gut, wo müssen wir jetzt lang? Da müssen wir jetzt lang, nicht wahr? Die haben doch die Arenen extra so gebaut, dass wir durch alle Trainer durch müssen. Gut, wer ist denn der Nächste für den Levelanstieg? Ich würde mal sagen... Nayu. Genau, Nayu. Nayu darf jetzt mal. Ich mag meine beste Zeit gesehen haben, aber ich lasse mich von dir nicht bevormunden. Ich werde dir eine wunderbar schrecklich... groß und gruselige Zeit bereiten. Also die Hexen in der sechsten Generation sind creepier. Die sind einfach nur niedlich. Mit ihren dunkelroten Haaren. Also was haben wir hier? Faustelka und Igelava. Okay. Ich bin dafür, dass eine Knochen hat auf Igelaba und Feuer oder auf Faustelka. Das dürfte eigentlich recht gut funktionieren. Aha, klasse. Jetzt ist Nayu auch noch paralysiert. Das habe ich ja gerne. Und die Attacke geht auch noch. Oh, komm schon. Das soll doch jetzt ein Witz sein. Ah. Gut, wen hätten wir hier denn noch? Aquados. Aquados dürfte da nicht viel machen können. Ich probier's mal mit einem Walzer. Vielleicht hilft's ja, wenn Garen ein wenig tanzt. Was? Das soll ja jetzt wohl ein Witz sein. Guillotine. Du bist doch wohl irre. Und das...
der Papa! Hat der Papa dicke Gewebe? Das ist ja jetzt wohl ein schlechter Witz. Ein ganz schlechter. Nein! Oh, beide Geist-Pokémon. Jetzt wäre ich sauer. Jetzt wäre ich richtig sauer. Das geht doch nicht. Ach. Das ist für mich der Graus. Das ist für mich der Graus. Moment. Stimmt ja. Fosselka hat ja... Jetzt dürfte eigentlich der Feuerodem richtig reinhauen. Weil... Interessiert mich nicht. Igelava wird sowieso nicht innerhalb der nächsten Runde sterben. Sondern das Fosselka hier. Weil es den Drachentypen angenommen hat. Sehr effektiv. Also absolut irrelevant. So, Aquaknarre und Feuerodem. Und wenn es nicht direkt demnächst noch irgendwie eine Finsterfaust, ja gut. Wenn es nicht direkt noch irgendwie ein Abgangsbund raushaut, ist uns das eigentlich so ziemlich egal. Gut, also probieren wir es mit einer Drachenwut. Die dürfte vielleicht sogar ein bisschen mehr reinhauen. Erstauner. Bitte, bitte schreck nicht zurück. Danke. Und wollen wir mal gucken. Ja, noch eine Drachenwut und dann dürfte das Igelava sich verabschieden. Solange jetzt nicht noch... Nee, es kommt eindeutig kein Abgangsbund mehr. Weil davor hätte ich jetzt noch Angst gehabt. Tschüss, Igelava. Ah, deine jugendliche Energie strömt nur so aus dir raus. Nein. Doch. Und ihr gebt mir einen Haufen Geld, das finde ich gut. Ich möchte jetzt erstmal kurz zurück. Weil wir werden dieses Rätsel sowieso nochmal machen müssen. Rätsel. Diesen Schalterscheiß, sag ich jetzt einfach mal. Und diesen Schalterscheiß, der interessiert uns erst dann, wenn wir wieder ein bisschen eingekauft haben. Weil wir haben ja gerade ordentlich Kohle kassiert. Wahrscheinlich dank dem alten Herrn. Finde ich ganz schön. Dieses Haus hier ist sehr seltsam. Was ist das? Hallo, herzlich willkommen. Möchtest du... Nein. Ja, das weiß ich. Was ist das? Was ist das hier? Ich will es wissen. Pokémon Sprung? Bärenernte mit Dodri. Ich glaube, ich möchte es nicht wissen. Auf jeden Fall möchten wir hier jetzt in den Pokémarkt. Und da kaufen wir Hyperbälle. Weil wir davon nicht genug haben. Man kann nie genug Hyperbälle haben. Es gibt nicht genug Hyperbälle auf dieser Welt, um sie für alle Pokémon. Obwohl, doch, gibt es. Ich habe mich gerade, ja. Es gibt doch genug Hyperbälle, um alle Pokémon zu fangen, aber ich glaube, es werden kaputt gehen. So. Möchte ich vielleicht mal gucken, ob ich da lang irgendwie... Ernsthaft? Jetzt mal richtig ernsthaft? Was soll der Scheiß? Ah, ich muss hier durch wirklich alle Trainer durch. Du wirst den Weg nicht zu Ende gehen. Nicht, wenn ich mich dir in den Weg stellen kann.
Das werden wir ja noch sehen. Ich bezweifle es nämlich. So, Liliana möchte mit einem Knackleon gegen mich kämpfen. Ob das wirklich so sinnvoll ist? Ich würde sagen, Erdbeben. Bauchtrommel. Nett. Erdbeben! Tschüss, kleines Knackleon. Hast du deine KP ganz umsonst verschwendet? Wie kann man nur so stark sein wie du? Lächerlich! Nein, das ist ganz einfach. Indem man so stark ist wie ich. So. Und so. Und dann dürfte sich das hier erledigt haben. Dann gehen wir wieder da hoch. Und da hoch. Und da lang. Und ärgern uns wieder wegen den Schaltern hier. Das ist so anstrengend. So. Und so. So. Und dann dürfen wir hier lang und dann sind wir hoffentlich endlich da, wo wir hin wollten. Aber ob wir diese zwei Kleinen hier besiegen, das seht ihr dann beim nächsten Mal. Also dann, meine lieben Poke-Freunde, viel Spaß bei was auch immer ihr noch macht und tschüss.